Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Serie Retro Classics C64. Wir spielen ein Spiel aus dem Hause Broderbund Software vom berühmten Jordan Mechner. Das Spiel Karateka ist damals sehr gut verkauft worden und nicht zuletzt aufgrund der hervorragenden Steuerungs- bzw. Bewegungsanimation des Hauptdarstellers. Ja, das ist Karateka. Das ist die Einleitungsstory. Oben an der zerklüfteten Klippe, beschützt durch eine Armee von grimmigen und leidenschaftlichen Kämpfern, befindet sich die Festung des bösen Kriegsherrn Akuma. Tief in dem dunkelsten Kerker seines Palastes ergötzt sich Akuma über die gefangengenommene, aber allseits liebreizende Prinzessin Mariko. Als Karateka bist du in die Geheimnisse der Karatekunst eingeweiht und gut durchtrainiert. Völlig allein und unbewaffnet musst du Akuma besiegen und die wunderhübsche Prinzessin Mariko retten. Aber lass deine Ängste und Besorgnis hinter dir und fokussiere deine Willenskraft auf deine Zielvorgabe. Und akzeptiere den Tod als Chance. Dies ist der Weg des Karatekas. Hier sehen wir den bösen Akuma mit seinem Falken, der wird uns wahrscheinlich noch im Spiel irgendwie mal begegnen, wenn wir so weit kommen überhaupt. Das ist die arme Prinzessin Mariko, die ist ganz traurig, die muss in Gefangenschaft. Aber unsere Aufgabe ist es, die Prinzessin zu befreien. Ja, das Spiel ist von Jordan Mechner aus dem Jahre 84-85. Ursprünglich auf verschiedenen, ja, sag ich mal, Konsolen oder halt diese Heimcomputer, wie der C64 war, veröffentlicht. Ein Jahr später erfolgte der Port hier auf diese C64-Version. Ich glaube, ursprünglich auf dem Apple erschienen. Zumindest war das bei A Prince of Persia so. So. Die Grafik an sich ist relativ, ja, sag ich mal, einfach gehalten, aber die Steuerung ist ganz okay. Hintergrund, wir sehen nur halt den Berg. Im Vordergrund halt die Gegner. So, und wir starten jetzt ein neues Spiel, indem wir entweder den Joystick drücken oder die Tastatur sozusagen berühren, können wir zwischen dem Joystick-Modus und dem Tastatur-Modus wechseln. Was ich noch weiß, ist, dass wenn wir kurz drücken, den Joystick-Feuerknopf, dann können wir einen Faustschlag ausführen. Den können wir... Ich dachte, den können wir auch nach oben, nach unten. Genau, nach unten und nach oben. Wenn wir die Feuertaste länger drücken, können wir einen Tritt ausführen. Und wir können natürlich auch die Höhe einstellen. Wenn wir nach oben klicken, dann können wir uns einmal verbeugen. Und wir können natürlich in den Laufmodus wechseln. So, da kommt schon der erste Gegner. Da schauen wir mal, dass wir den besiegen können. Wir können es ganz gemütlich. So, ein paar Kicks erstmal hier. Wir können auch wieder ein bisschen zurückgehen. Wir müssen nur aufpassen. Unten rechts, die Dreiecke sind ja auch ein bisschen bekannt von Prince of Persia 1. So, bah, da wollte er wieder kicken hier. Gerade noch so ausgewichen. Aber die regenerieren natürlich auch die Gegner. Ja, das war ein bisschen zu. Wollen wir mal ein bisschen Faustschläge hier machen. Boah, jetzt kommt der. Na, jetzt reicht's aber hier, Kollege. Na, ich muss doch, glaube ich, mit den Füßen arbeiten hier. So, noch einer, dann haben wir es geschafft. Ja, der muss auch noch ein paar Mal, dann hat er es, glaube ich, auch geschafft bei mir. Na, komm. So, das war er. Besonders hervorragend an diesem Spiel ist die Variation der Zwischensequenzen. Wir kommen jetzt gleich in eine, glaube ich zumindest. Oder auch nicht. Schade. Ich dachte, es gibt eine Zwischensequenz. Ah. Da ist der böse Kriegsherr Akuma. Unser Diener berichtet ihm, dass Karateka einen Gegner geschlagen hat. Und jetzt heißt es: Schnapp ihn dir, mein Freund. Ja, jetzt kommt's zum nächsten Gegner.
Das ist quasi ein Side-Scroller, also von links nach rechts müssen wir die Gegner alle nacheinander schlagen. Und ein bisschen Dramaturgie sehen wir jetzt auch schon im Spiel, weil gleich kommt wieder eine kleine Zwischensequenz, dass der Gegner näher kommt. Da kommt er. Wir müssen schon mal bereit machen. Der ist etwas stärker. Aber wir laufen ganz mutig, todesmutig auf ihn zu. Aber da ist er schon. Und gleich mal einen Kick als Begrüßung. So, wollen wir mal ein bisschen. Boah, da hat er mir voll eins auf die Füße gegeben. Na komm. Das ist der Fußkick. Gleich gibt es eine Magenverstimmung. Ja, das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich die Magenverstimmung machen. Ich weiß gar nicht, wie weit wir kommen, weil ich gar nicht die Trainer-Version oder die Cheat-Version, yeah, eingeschaltet habe. Oh, da kommt schon direkt der nächste Gegner. Oh. Da kommt er schon, da kommt er schon. Da ist er, da ist er. Na, los, komm. Ja. So, was hat ihr denn auf dem Kopf auf? Ist das ein Handtuch? So. Haha. Das habe ich aus Yi A Kung Fu gelernt. Wenn man mal einen Kick hat, dann sollten wir ihn auch ausnutzen. So, mal vor die Füße. Das tut immer weh. So. Yeah. Ach, da kommt schon direkt der nächste. Ich hatte mal im Blog von Jordan Mechner gelesen, wie er dieses Prince of Persia gemacht hat mit diesen guten Animationen der Figuren. Ist ja wirklich berüchtigt von diesem Spiel. So, wir können auch wieder zurückgehen und uns ein bisschen verteidigen. Ich glaube, wenn wir kurz antippen, dann gehen wir noch einen kurzen Schritt zurück. Wenn wir länger tippen, die Tastatur bzw. den Joystick, dann macht er einen größeren Schritt oder Move oder wie man das nennen kann. Und in seinem Blog hat er geschrieben, Jordan Mechner, na komm, dass er irgendwann mal auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Apple-Diskette war oder auf jeden Fall auf einem Archiv, die den Programmcode, den, also eine Art Assembler von Prince of Persia gefunden hat. Und er selber schreibt, er war ganz überrascht, wie er früher das programmiert hat. So, komm, noch ein Kick. So, erledigt. Und mit Hilfe dieses Quellcodes hat er, glaube ich, das nochmal veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt Karateka war oder tatsächlich Prince of Persia. Jetzt muss ich echt überlegen. Es gibt nämlich eine neue Version von Karateka auf Steam zu erhalten. Ich muss mich echt konzentrieren. Boah. Kann ich eigentlich springen? Das geht, glaube ich, gar nicht, ne? So, gehen wir mal zurück. Das sind die großen Schritte. So, jetzt gehen wir mal einen kurzen Schritt zurück. Ja, super. Wir wieder einen eingefangen. Aber ich glaube, die Steam-Version, die ist gar nicht so gut angekommen. Ich weiß gar nicht, wie man sich verteidigen kann. Ja, das wird aber diesmal nichts. So, wollen wir mal den Pol-Typen nachmachen von G.R. Kung Fu. Boah. Ich habe das Karateka schon längere Zeit in meiner Steam-Wunschliste. Aber es wird nicht billiger. Also die Neufassung. Wie gesagt, die ist auch nicht so gut angekommen bei den Leuten. Ich kann das aber auch nicht mehr so genau wiedergeben, ob das eher an der Steuerung liegt oder an der Grafik. Oh Gott. Ist noch ein Gegner. Was hat der denn? Einen Star Wars-Helm auf? So ein. Ich habe irgendwo gelesen, dass geübte Spieler, also die wirklichen wahren Karateka-Meister,
Das ist der Moonwalk, der Affentanz. Ja, super. Jetzt kriegst du auch mal hier ein paar. Wenn man sehr nah dran aneinander ist, dann sollte man tatsächlich einen Punch machen. Um dann ein bisschen den Gegner ein bisschen zur Seite zu. Nein, das war. Boah. Boah, ich bin ja gleich tot, ey. Oh. So, gehen wir mal einen Schritt zurück. Denn auch mal zurückgehen, das ist gar nicht schlimm und man muss sich auch nicht dafür zu schämen. Angriff heißt zwar immer, dass es die beste Verteidigung ist, aber. Na, das war's. Nee. Gut, ich könnte natürlich jetzt ein bisschen wieder hier auf Zeit spielen. Mal gucken, wie viel ich noch erledigen kann von dem Kollegen hier. Ja, das war's. Hä? Ich habe nicht die Cheat-Version an, ganz sicher. Vielleicht ist der letzte Dreieck. Hä? Vielleicht ist sie doch an. Aber ich habe eben das disabled. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, jetzt ist er erledigt. Dann ist das letzte Dreieck wahrscheinlich mehrere Schläge, dass man nochmal so ein bisschen als ja, Sicherheit hat, sozusagen. Das Ende. Was passiert mit der Prinzessin? Gar nichts. Gut. Ja, die bleibt leider gefangen. Es tut mir leid. Prinzessin, du musst im Keller bleiben. Ah, adaptiert von Commodore von Robert. Habe ich das gar nicht gelesen. Wie gesagt, ja, ein Jahr später ist es für die C64-Version erschienen. Dann danke ich fürs Zugucken. Das war Karateka auf dem C64. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Danke. Ciao.